Bienenpower ist am Stissel. Heute bekommen wir unsere Bienen und wir sind sehr, sehr aufgeregt. Ich musste noch ein Video eben schneiden. Wir mussten noch ein Video zu Ende drehen. Und Leute, ich mache das erste Video für Kreativzimmer. Und wir hatten ja gestern Besuch und da war der Hamsti Verrückte bei. Und ja, sie fragte mich, ob ich das in einer Stunde häkeln könnte. Und ich sag, naja, hast du denn eine Anleitung? Eine Stunde ist schon ein bisschen eng dafür. Ich meine, das ist ja nicht viel, ne? Und nee, hatte sie nicht. Ob ich das nicht so könnte? Es war sehr lustig. Auf jeden Fall, also nicht böse gemeint. Das ist der Hamsti, das ist überragend. Und wir haben dann gemeinsam nach einem Tutorial geschaut. Und tatsächlich gibt es Gratis-Tutorials für den kleinen süßen Hamsti im Internet. Und ja, aber ich habe es gestern nicht hingekriegt. Also wir waren gut, ich war bei der Hälfte. Das Problem war natürlich, wir hatten Besuch und ich war arg abgelenkt. Ich müsste mich dann komplett auf die Anleitung konzentrieren und hintereinander weg häkeln. Dann hätte ich das auch hingekriegt in einer Stunde. Man braucht auch, also eine Stunde ist trotzdem, ne? Also ich habe 2 Stunden gebraucht. Ich habe nebenbei bei Netflix geschaut und Hearthstone gespielt. Und ja, dann war der große Hamsti fertig und der ist die gleiche Größe eigentlich, aber mit einer anderen Häkelnadel gehäkelt. Und das ist der richtige. Und jetzt muss ich nochmal in mein Makramee-Fach gucken, nämlich hier im Kreativzimmer, ob ich noch einen Schlüsselanhänger habe, dass ich das hier oben noch befestigen kann. Ja, weil der ist ein bisschen zu groß geworden, den habe ich mit einer 5 gehäkelt. Also die Wolle ist halt ein Müh zu groß, ne? Und das war wirklich sehr anstrengend, mit einer Dreiernadel zu häkeln. Aber die Größe finde ich richtig cute, ehrlich gesagt. Ja, und jetzt bin ich gerade dabei, die Gratisanleitung abzufilmen, dass alle das machen können. Und die gehen heute auf dem Weg nach Berlin. Ich habe ja gesagt, wir kriegen heute Besuch wieder aus Berlin. Also Topf kommt uns ja besuchen. Und da geben wir das dann mit, weil der Besuch, der gestern da war, kommt aus Berlin. Und dann können die sich das... dann sparen wir Porto. Genau. Das ist die Lösung. Also ich habe dabei, ich habe jetzt schon die Schleife, das Tutorial abgedreht. Das ist diese Schleife vom Hamsti. Und jetzt muss mein Handy aber erstmal laden, weil es war auf 2%. Heute kommen die Bienen. Also krass. Ja, also ich habe ja gesagt, ich möchte Bienen. Und wir haben euch auch gesagt, dass Topf uns immer DIY selbstgemachten Honig bringt. Und... ich muss auch immer teilen, ne, wenn jemand hier ist. Bienenhonig gerührt. Ja, super, super saulecker. Also deutscher Honig hier auf jeden Fall aus Brandenburg. Es ist im Prinzip Wurscht, Berlin-Brandenburg, ne? Aber ja. Wenn wir unsere Bienen haben, ist es deutscher Honig. Deutscher Harzer Honig. Deutscher Blütenhonig. Wir wissen es noch nicht. Aber demnächst könnt ihr auch Honig bei uns dann kaufen. Nicht im ersten Jahr. Dafür reicht es dann noch nicht, aber je nachdem, wie gut die Bienen sich machen, ne, auf jeden Fall im nächsten Jahr. Denn ich habe so viele süße Sachen dafür gekauft, bei Temu natürlich. Das seht ihr dann natürlich auch alles. Temu ist ja mein Kooperationspartner. Stelle ich euch alles vor. Wir haben wahnsinnig viel Bienenwerkzeug, Bienen, also Anzug, Handschuhe, aber auch so kleine Bienengläschen. Ich habe nämlich gedacht... was machen wir denn mit dem ganzen Honig, ne? Den wir dann natürlich kriegen. Wir fangen ja jetzt ganz langsam an mit einem Völkchen. Aber wir wollen natürlich irgendwann auch noch 2, 3 Völkchen haben. Wisst ihr, was ich meine? Dass wir halt auch wirklich ein bisschen Honig ernten können jedes Jahr. Vielleicht auch 4, 5 Völkchen. Man kann die ja dann einmal im Jahr, wenn sie gut sind. Das ist, in Bienen steckt man nicht drin. Es gibt viele Bienenkrankheiten, ne? Das weiß man immer nicht, ob ein Volk überlebt oder nicht. Deswegen ist es immer gut, wenn man mehr als mit einem Volk startet, weil die Chance, wenn das eine Volk dann stirbt, dann hat man halt gar nichts und fängt wieder von Null an. Deswegen fängt man eigentlich mit 3 Völkern normalerweise direkt an. Und wir haben uns natürlich bei unserem Imkerverein gemeldet, der hier in Harzgerode sitzt. Da haben wir nächste Woche, müssen wir noch eine E-Mail schreiben, wann genau das Treffen stattfindet. Das war die einzige E-Mail, die ich jetzt vergessen hatte bisher, genau. Ich habe aber alle anderen E-Mails geschrieben. Weil da treffen wir uns einmal mit dem Imkerverein hier und quatschen nochmal mit denen, weil wir natürlich jetzt keine eigene Schleuder direkt kaufen wollen. Und wir denken, das kann man bestimmt miteinander absprechen, dass wir dann dort irgendwo schleudern können und unseren Honig abfüllen können, wenn wir den dann mal irgendwann haben.
Also, wie gesagt, im ersten Jahr vielleicht nicht, aber im nächsten Jahr vielleicht. Oh, wie peinpurig das ist. Ja. Bienen sind ist gar kein günstiges Hobby, ehrlich gesagt, weil so ein Bienen, so ein Nistkasten ist auf jeden Fall 100 Euro plus, kann man natürlich auch gebraucht kaufen. Und die, der Schwarm, der kostet auch so 150 plus, ne? Mhm, ja. Und dazu braucht man das ganze Bienenwerkzeug, Bienenhandschuhe, Bienenjacke. Ihr wisst, diese so ein Bienenhut natürlich, was mit der Jacke verbunden ist. Es gibt komplette Anzüge. Man braucht aber auch Werkzeug. Man muss die, die Königin zum Beispiel auch markieren, damit man sie klug wiederfindet. Also das sind alles so Sachen, die man sich anschaffen muss, für die, wenn man starten möchte mit der Bienenherstellung. Wenn man jetzt zum Beispiel nur einen Kleingartenverein einen Garten hat, da muss man natürlich auch um Erlaubnis fragen. Und tatsächlich, wir haben auch alle Nachbarn im näheren Umkreis gefragt, ob sie ein Problem mit Bienen hätten tatsächlich. Und nee, also unser Nachbar gegenüber hatte auch schon mal Bienen. Und unser Nachbar nebenan, die wollten mal Bienen, aber deren Grundstück ist zu klein. Und keiner hatte irgendwas gegen Bienen natürlich. Und man kann seine Nachbarn auch bestechen mit einem Glas Honig zum Beispiel, falls es da Probleme geben sollte. Da ist eigentlich immer jeder dankbar. Natürlich stellen wir auch die Bienenkästen nicht direkt an den Zaun, sondern halt auch mindestens 3 Meter entfernt, damit die nicht direkt halt auf dem Nachbargrundstück rumsummen. Die fliegen natürlich überall hin, die fliegen wahnsinnig weit. Ja, man kann die nicht kontrollieren. Aber dass das Volk nicht, nicht ihren Standort direkt auf dem Zaun hat sozusagen. Ja, Osok und ich, wir gehen gleich raus. Die Bienen können nämlich nicht auf dem Fußboden stehen. Die müssen etwas erhöht stehen. Und natürlich ist es dann für den eigenen Rücken auch besser, wenn man sich nicht immer so weit runterbücken muss. Man muss die jetzt im Sommer einmal die Woche schon kontrollieren, ob alles in Ordnung ist, dass da keine Schädlinge drin sind, wie sich das Volk macht. Und wir können das noch nicht sehen, aber Profis können das dann natürlich sehen, wie weit das ist. Ne? Also von so einer Larve bis so eine richtige Biene schlüpft, da vergehen bestimmte Tage und dann kann man das natürlich an den Waben auch erkennen, so wann kommt die nächste Generation, wie weit ist es noch, wie groß ist das Volk, gibt es irgendwelche welche Probleme. Ne? Im Sommer schaut man da mehrmals nach und ja, wir werden euch auf die Reise auf jeden Fall mitnehmen. Ja, und heute kommt der Nistkasten an und Bienenvölkchen und auch ein bisschen Werkzeug. Und Topf baut es mit uns auf und zeigt uns nochmal, wie das geht. Wir hatten uns ja auch schon einen Kurs angeschaut. Also sie haben uns so einen Crashkurs auch gegeben. Und natürlich kann man auch im Internet nachschauen. Man kann auch so Imkerkurse belegen. Und wir hoffen eigentlich, dass wir das hinkriegen. Ich habe auf Temu jetzt noch so kleine Gläschen bestellt. Richtig süß, auch mit so einem Honiglöffel und so einem Deko. Ich habe auch Bienensiegel bestellt, dass wir so ein kleines hübsches Set zusammenbinden können. Denn mit eigener Erntehonig für die Fevo-Gäste, haben wir gedacht. Weil das wäre doch voll das süße Mitbringsel, wenn man jetzt hier eine Woche Urlaub macht. Und wir haben ja Ferienwohnungen, das heißt, die Leute sind Selbstversorger meistens, dass sie auch selber kochen und essen müssen. Und da dachte ich, so ein kleines Glas Honig, das ist genauso eine Menge, das kriegt man auch in einer Woche leer gegessen. Ne, dass das voll das süße Willkommensgeschenk wäre für die Fevo-Gäste. Ja, das habe ich mir auf jeden Fall überlegt. Und natürlich wollen wir den Honig auch selber essen. Und dann kann man als nächstes kann man auch noch Wachs sozusagen ernten als Nebenprodukt. Und Bienenwachskerzen finden wir auch cool. Es gibt Bienenwachstücher. Also man kann, Bienen sind schon ziemlich, ziemlich cool. Also man kann echt viel damit machen. Abgesehen davon, dass man natürlich in erster Linie auch dafür sorgt, dass alles bestäubt wird im Garten. Also je näher die Bienen sind, desto besser funktioniert es auch, dass wirklich alle Blüten auch bestäubt werden. Es gibt natürlich auch freie Bienen und Hummeln und alle möglichen Insekten, die die Pollen vertreiben. Aber Bienen sind da wirklich sehr, sehr hilfreich einfach. Und wir wollen natürlich auch viele Pflanzen und Bäume und Büsche und Kletterpflanzen und alles Mögliche im Garten haben, dass die auch genug zum Fressen haben, die Bienen. Ne? Dass es denen halt auch richtig gut geht. Heute ist wieder richtig schöner Sonnenschein. Ja, gestern hat er sich das nochmal abgekühlt, aber heute ist wieder richtig schön. Natürlich, morgens ist der Rasen richtig, richtig nass. Ja, also wir haben jetzt schon so einen Ikea-Lacktisch geopfert, weil den brauchen wir halt einfach nicht. Und wir haben halt überlegt, wo stellen wir die Bienen hin? Und ich zeige euch, also die Bienen kommen ja aus Brandenburg, um ganz genau zu sein. Und um die, dem einem anderen Bundesland
rüberfahren zu können, braucht man auf jeden Fall die Genehmigung vom Gesundheitsamt. Das wurde alles eingeholt, also die Bienen sind top gesund, alles nach den Vorschriften und besser natürlich auch geregelt, dort wo sie sich momentan befinden. Und man muss Bienen übrigens auch anmelden beim Veterinäramt. Es gibt so bestimmte Bienenkrankheiten, wenn das umhergeht, müssen alle Völker getötet werden, wenn man da Pech hat. Und Bienen können wie gesagt nicht auf dem Boden stehen. Und das sind auf jeden Fall noch 3 Meter bis zum Nachbarn. Und die müssen auch etwas, muss Ayoli mal ein bisschen Privatsphäre gründen, ein bisschen im Schatten stehen. Und wir haben leider nur 2 Bäume hier, also Büsche, ehrlich gesagt, große. Und zwar der hier und der Fliederbusch da vorne. Also man kann die Standorte natürlich später noch wechseln, aber man kann die jetzt nicht jeden Tag umstellen. Ja, das müsste schon relativ fest sein, wie man sich entscheidet. Ja, also wir sind ganz gespannt. Wir wissen selber nicht, wie man Bienen transportiert. Wenn ich nachher daran denke, es ist auch mit der Privatsphäre jetzt ein bisschen schwierig natürlich, weil ich ja Topf nicht filme. Das Topf ist ja unser Wellensittich. Und das war so ein Zufall, unser Wellensittich-Partner ist gestorben. Und von denen ist auch der Wellensittich-Partner gestorben. Und dann haben wir gesagt, damit wir beide nicht neue... Ayoli? Ich hole mal den... Ja. Und dann haben wir gesagt, dass wir beide nicht neue Wellensittiche kaufen müssen, weil man die ja nicht alleine hält, dass wir die zusammenführen, und das war dann halt so der Zufall. Ja, deswegen dort ist unser Wellensittich, der hieß Topf. Juli zieht jetzt ganz schön. Und deswegen sagen wir immer Topf. Natürlich kommt nicht der Wellensittich und bringt die Bienen. Ja, hier ist unser 2. Fliederbusch. Und ja, ihr seht, der wirft richtig guten Schatten. Und das ist auch wichtig. Wichtig. So, ich habe wieder angeschaltet hier. Hä? Sind wir um den Kreis um und an? Hä? Haben Sie mich reingelegt? Ich bin links rumgelaufen. Hören Sie auf, weiterzulaufen. Sind wir einmal im Kreis gerannt. Dankeschön für den neuen Akku. Juli hat sich den Kopf gestoßen. Ja, was für Bienen, vor allen Dingen im ersten Jahr noch richtig, also wie man es denen noch angenehmer machen kann im ersten Jahr, ist einfach, wenn sie von oben kein Wasser abbekommen, wenn sie so eine Art Dach hätten. Das haben wir jetzt noch nicht gemacht, da haben wir jetzt aber auch, können wir uns auch noch 1-2 Wochen Zeit lassen. Das ist jetzt nicht so das Problem, dass wir da halt 2 Holzbalken hochsetzen und da einfach ein Brett drüber schrauben. Das nicht. Also die Mistkästen an sich, die haben schon so einen Regenschutz, aber das wäre trotzdem noch besser für die Bienen, wenn sie so ein bisschen regengeschützt rein und rausfliegen können. Das würde denen gut gefallen, vor allen Dingen im ersten Jahr. Da sind sie ja besonders schwach. Das Volk wurde ja quasi gerade geteilt und neu aufgezogen. Dass sie sich halt auch gut hier einleben können. Das wäre halt ganz, ganz praktisch. Und ja, ich nehme euch nachher auf jeden Fall mit. Das sind übrigens die beiden Wasserschläuche vom Vorbesitzer, die funktionieren tatsächlich noch. Die sind ein wenig zu kurz, um alles zu gießen. Wir wollen auf jeden Fall, wenn wir die, also wir wollen ja eine Zisterne. Also ich bin auch am Überlegen, weil es wäre auch ein Brunnen möglich. Aber da müsste man erstmal den Grundwasserspiegel checken, wie tief der ist, ob sich das rentiert oder nicht. Aber Zisterne ist auf jeden Fall die Alternative, und dann hätten wir gern in der Mitte auch des Grundstücks auch einen Wasserhahn oder zum Anschließen für den Wasserschlauch, dass wir auch alles gescheit gießen können. Und Zwiebelknoblauch kann ich demnächst ernten. Das dauert jetzt nicht mehr lange. Wenn das oben vergraut ist, dann ist es soweit. Dann haben wir eigene Zwiebel und Knoblauch, und in dieses kleine Beet hat er auch wirklich schon richtig, richtig viel reingepasst. Ich traue mich ja nicht nachzugucken, deswegen ich warte ganz artig, bis das vergraut ist, und dann können wir es ernten. Dann nehmen wir euch dann natürlich mit für eigene Zwiebel-Knoblauch-Ernte. Und wie man Knoblauch haltbar macht, natürlich, dass man alles aus Knoblauch machen kann. Wir lieben Knoblauch, und so viel Knoblauch auf einen Haufen und gratis. Also wir haben ja nur ein Netz für 79 Cent, 1,79 bezahlt, und das ist halt die Menge, die man dann da rauskriegt. Ein Netz Knoblauch und ein Netz Steckzwiebeln, auch für 99 Cent oder so. So, unser Besuch ist jetzt schon da, und wir haben den Bienenkorb aufgebaut.
Also, er wurde aufgebaut. Und er steht jetzt hier hinten in der Ecke. Und da summt es schon. Da sind sie. Guckt mal. Wir haben jetzt unsere eigenen Bienchen hier. Ist das geil oder ist das geil? Guckt euch das an. Hier summt es und brummt es. Das ist voll geil, voll gut. Dankeschön. Da freuen wir uns drüber. Das ist perfekt. Ja, so ist es. Und du schneidest jetzt, warum musst du das jetzt noch zuschneiden? Erklär mir das mal bitte. Das ist zu viel hierfür. Ja. Ja, das ist ein Flugloch. Ja, ja. Ja. Wenn die richtig voll fliegen, danach, ja, ja, dann macht man richtig auf. Und das ist immer ein Schutz für die Bienen selber an der Versicherte gegen Ausräuberung. Wenn es voll schwach ist, das wusste macht man, dann macht man das so kleiner. Ja. Ah, das ist ja cool. Und deswegen schneide ich das ein bisschen kleiner hier. Ein bisschen was, dann könnt ihr das ein bisschen aufmachen oder zumachen hier. Ah, dass man es hin und her schieben kann. So, das ist jetzt für mich jetzt. Ja. So machen wir das da halt. Ja, das ist aber überschlau, das ist voll gut. Danke für den Tipp, cool. Und wie gesagt, wenn sie richtig voll fliegen, dann macht das Ding auf jetzt. Das Volk ist richtig voll hier, die ganzen Waben sind voll. Hier ist der Honigraum oben aufgesetzt worden jetzt gerade. Und da kommt die Königin nicht rein sozusagen? Die Königin, da ist ein, nennt sie ein Bienen, also ein Königin-Gitter ist dazwischen. Ja. Die kommt nicht hoch. Weil die Bienen kommen durch, die Königin ist etwas größer. Dann kann die nicht durchklettern. Nicht durch. Das heißt, die kann da keine Eier reinlegen und nur die Arbeiterinnen, die fliegen da rein und machen. Genau, die kommen hier unten rein, holen ihren Honig, bringen ihren Honig, sammeln die, legen die da oben rein. Oben ist da. Ja, das ist ja geil. Ich mal ganz kurz mal das mal kurz begutachten. Ja, kann ich das hier aufmachen einfach? Geht das? Ja, ja. So, so die erste Biene ist da oben, begutachte das. Und das sind hier. Nur Honigwaben, die wir genommen haben. Und die sind dadurch, dass die schon mal genutzt wurden, werden die auch schneller wieder angenommen. Ah, das ist ja geil. Und das neue, die bauen sie aus hier, weißt du, die sind neu eingelötet worden hier. Und das ich sehe schon. Ziehen die nachher aus, dass die Waben nachher so groß sind. Werden. Ja, geil, nice. Ey, das ist super genial, dankeschön. Da freue ich mich wirklich sehr drüber. Und ja, wir haben nächste Woche Mittwoch, ich weiß nicht, ob das Anita schon erzählt hat, da haben wir beim Imkerverein hier bei uns vorsprechen. Ist doch schön. Ja. Na, ihr habt ja jeden, habt's geholt. Ist ja, genau, deswegen. Das ist super. Ich hab mal geguckt bei euch jetzt, dass ihr einen Honig, dass ihr einen Imker habt hier. Ja, die treffen sich. Und habt ja, deswegen, das ist super. Direkt Harz, nee, direkt Honig aus der Region, wie sie heißt. Oder? Ja, muss aber schauen. Ja. So, ich wollte mit euch jetzt nochmal rausgehen. Unsere Gäste sind auch schon wieder weg. Hier ist auch noch Bienenzubehör und schaut mal, das hier, das haben wir bekommen, das ist nämlich ganz gut. Man muss ja regelmäßig in seine Bienenkörbe reingucken und dass man nicht vergisst, also als man jetzt mehrere hat natürlich, dass man nicht vergisst, wo man was entdeckt hat. Ne, dass man da alles reinschreiben kann, wie so der aktuelle Stand der Bienen ist. Dafür ist es ganz gut. Und das kann man nämlich pro Körbchen machen. Und dann gibt es tolle Abkürzungen sozusagen, dass man das dann halt auch direkt dann wieder findet. Wie so der letzte Stand der Dinge einfach war. Ne? Das ist ja dann ganz wichtig. Wir haben das komplette Haus gezeigt. Das dauert so lange bei uns hier. Das Haus ist auch sehr, sehr groß. Natürlich geht eine Haustür recht fix, aber wir wollen ja auch noch mal erklären dazu, was wir so vorhaben, wo die Reise hingehen soll, ne, was für Ideen und Wünsche und so wir halt dazu haben. Und es dauert dann halt so ein bisschen, bis man das alles erklärt hat. Und wir haben natürlich auch die Untergelasse und die Febus und sogar Kellertour hatten wir. Und ja, ich wollte euch jetzt nochmal zeigen, also ich wollte jetzt nochmal abends raus. Natürlich ist das über besser zum Blütensammeln, weil abends gehen die Blüten zu. Aber vielleicht kann ich noch zwei, drei Sachen sammeln. Ich hatte nämlich wieder Lust, ein bisschen was zu ernten. Und dafür habe ich mir hier so ein Körbchen mitgenommen, damit ich alles heil nach oben kriege, damit es trocknen kann. Und ja, also hier ist unser erster Bienenkorb. Also das ist jetzt einfach auf so einem IKEA Kallax Tisch, kann man natürlich alles nehmen. Die Bienen sind richtig, richtig fleißig dabei. Und das Metall, das ist hier so ein Regenschutz natürlich, dass das Körbchen nicht nass wird. Es muss auf jeden Fall in der Waage auch stehen, das ist ganz wichtig für die Bienchen. Und ja, die sind halt fleißig am Rumsummen. Die sind jetzt erstmal hier angekommen. Und dann waren die noch da drin. Und dann, ich weiß nicht, eine Stunde später oder zwei haben wir sie dann aufgemacht, ja, dass sie sich
hoffentlich an uns gewöhnen können. Also die sind jetzt mit Königin hergezogen und ja, noch haben wir nicht so viel Ahnung von Bienen, aber wir geben uns auf jeden Fall Mühe. Wir haben auch noch einige Videos uns angeschaut und einige Seiten uns durchgelesen und wir werden den Kasten jetzt erstmal eine Woche in Ruhe lassen und hoffen, dass alles super ist und nächste Woche werden wir einmal mal reinschauen und gucken, wie es aussieht. Jetzt habe ich eine Perle verloren. Ja, wir sind auf jeden Fall wirklich super, super happy mit unseren Bienen. Wir finden es halt sau cool und hoffen, dass sie sich hier gut einleben, dass sie nicht wegfliegen und dass wir nächstes Jahr die vielleicht auch teilen können, dass wir aus einem Volk zwei Völker machen und dann hätten wir nächstes Jahr schon zwei. Ja, oder wir kaufen halt extern noch dazu. Das geht natürlich auch, das steht er mir immer frei. Ja. Aufregend für uns. Also wenn neue Tiere einziehen, ist es ja immer aufregend. Ne? Ich glaube, das ist bei jedem Tier so. Und ja, cool. Wir freuen uns wirklich sehr. Und ich beende das Video hier an dieser Stelle. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mich gerne abonnieren. Es ist kostenlos. Ich freue mich drüber. Die Bienen freuen sich drüber. Wir freuen uns noch mehr darüber, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Bis dahin. Ciao.